So, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag und moin moin, heute mal aus einer ganz anderen Region. Ganz genau. Wir sind jetzt hier auf einer wunderschönen Baustelle. Man sieht hier ein traumhaftes, großes, schönes Loch. Zeig das schöne Loch. Ist ein großes Loch. Ein wunderschönes Loch. Was kommt da hin, Georg? Unser Loch ist das. Ja, natürlich ist das unser Loch. Das riesengroße hier. Ist quasi, man kann es schon fast erkennen, unser neuer Parkplatz, den diese Jungs jetzt gerade jetzt hier schon machen. Also die bauen jetzt nicht den Parkplatz, sondern machen schon die ganzen Boden, wie heißt das? Bodenarbeiten machen sie jetzt hier. So, und so sieht es aus und jetzt mit vielen schweren Maschinen sind die hier zugange und große Maschinen, schwere Maschinen, dicke Maschinen. Also richtig schön. Richtig schön. Also so ein bisschen Bob der Baumeister jetzt hier oder Tim Taylor, der Heimwerkerkönig. Also so fühlt man sich auf jeden Fall hier. Wir sind jetzt natürlich gerade jetzt hier auf unserer Baustelle am Seaport. Da vorne sieht man schon, da ist die B401. Und unsere Bauarbeiten gestern fingen sie quasi so ein bisschen schon an und heute ist es jetzt in großer Mache sozusagen. Ganz genau. So, heute wird noch ein bisschen mehr Sand bewegt, denn wir müssen hier ein bisschen mehr, viel Sand bewegen, denn wir befinden uns hier ja im Moor. Das ist eine Moorgegend hier, da müssen wir alles ein bisschen tiefer ausgraben, so, damit die Schuhe nachher auch mal, im Regal gerade stehen und nicht irgendwie so schief stehen. So, und jetzt einfach mal gucken. Oh, warte mal, ich gehe mal mit meinem Kopf beiseite. So, kippen. Komm. Der ist schwer, kriegt er nicht hoch. Meinst du? 21, 2 und... Läuft. Richtig cool. Also es ist natürlich ein richtig schönes Gefühl, wenn wir können mal hier ein bisschen langlaufen, wenn man jetzt hier so auf der Baustelle halt ist und wenn man sowas so lange plant. Kai, Gas geben! Ne? Wir sind hier doch nicht beim Amt. So. Wobei die arbeiten auch alle schnell hier, muss ich sagen. Also, ja, ich habe ja das gesagt beim Amt. Aber wenn man dann so viel Planung halt hat und man sieht dann, wie dann langsam aber sicher dann auch diese Planung in Realität umgesetzt wird, das ist schon ein richtig cooles Feeling, wenn man dann sieht, dass das Ganze jetzt in Mache dann sozusagen geht. Obwohl, ehrlich gesagt, ich würde gerne mit dem Trecker ein bisschen mitfahren. Ich würde lieber mit dem Bagger spielen, dann so ein paar Löcher ausgraben. Das wäre, glaube ich, jetzt eher so mein Ding. Da hätte ich jetzt mal richtig Bock drauf. Sensationell. Ja. Sensationell. Naja. Also hier sieht man auf jeden Fall, das wird sozusagen das neue Übergrößen-Schuhreich von Schuh Plus halt werden. Wir freuen uns mega darauf, dass das jetzt hier langsam aber sicher halt anfängt. Und dass wir, haben wir eigentlich im September noch Öffnung? Sagt bitte ja. Ja, natürlich. So. Doch, das passt schon. Denn auch gerade die auch vom Bau beim Landkreis, die unterstützen uns dann auch wirklich sehr, sehr schnell und sehr tatkräftig sind die dabei, uns zu unterstützen. Das ist richtig cool. Und auch alle, die jetzt hier mit dem Bau in Verbindung halt stehen, hier beim Seaport oder auch bei der Gemeinde Saarland, Stadt Friseute, Landkreis Kloppenburg, die sind wirklich, wirklich ganz gut dabei und unterstützen uns so gut, wie sie halt können. Ganz genau, das tun sie wirklich alle ganz gut und alle Bauunternehmer stehen schon parat. Das heißt, hier gibt es demnächst dann wieder auch ein paar neue schöne Impressionen und Eindrücke. Denn hier passiert ja noch einiges. Ne? So sieht's aus. Also, weil Loch können wir hier liegen lassen. Das ist langweilig. Obwohl man sagt ja auch gerne Loch an Loch und hält doch. Kennst du das? Ja, das ist eine Kette. Was? Das ist eine Kette, Loch an Loch und hält doch. Echt? Das war so ein Kinderrätsel, ist das mal gewesen. Echt? Ja, schon uralt. Ja. Besser vorbereitet. Ja. So, in dem Sinne wünschen wir, sind auch gerade froh, also wir sind jetzt von Dörfern aus direkt halt hierher gefahren und hatten während der Autofahrt die ganze Zeit nur Regen. Jetzt kommen wir an, die Sonne scheint. Für die Verhältnisse des vollen Regenwassers scheint die Sonne und das Wetter ist schön. Und das ist eine richtig tolle Sache. So, in dem Sinne haben wir jetzt hier noch so ein bisschen gleich Baubesprechungen halt hier. Und wir melden uns dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Sicherheit wieder zurück. Nicht von hier, aber bestimmt aus dem Dörfern. Ganz genau. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag. Einen schönen Tag und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. So.